Baby. So, können wir dann anfangen? Da ist ja ich bin schon wieder bei Exe doppelt. Ja, weil ich gerade Push to Talk anhabe. Also, können wir anfangen? Ja. Alle da. Okay. So. Dann. Oh, ich darf gleich mal wieder Karza spielen. Ja. Na dann haut mal raus. Keine Einleitung heute, keine herzlich willkommen. Mach mal heute nicht. Hatte ich heute keine Lust zu. Wahrscheinlich haben alle Leute geschrieben, super geiles Video, nur die Einleitung war scheiße. Na gut, diese gefühlten 5 Minuten Text davor waren scheiße. Es waren 20 Sekunden. Mein Ex, hast du dir das mal angeguckt? 20 Sekunden dieser Dreckstext, ey. Und das bei jeder Folge. Ja. Okay. Schlägereien mit Hauptschülern ist eine schlechte Idee, das stimmt. Ach komm schon. Wobei Essen, was bei McDonald's weggeworfen wird, auch gut ist. Ich mal lieber das genommen. Kein Xenos, keine Leidenschaft für. Bei der Karte kann ich immer selber nur harmlose Karten hinlegen, weil sonst disse ich mich ja selber. Ja, und? Ja, aber das. Hey, offensichtlich sind wir da kreativer als du. Boah, das Wut ist echt assi. Also, ich würde alles davon in Betracht. Yay! Ich hab doch gesagt, das Wurde ist assi. Ja, normal, oder? Ich habe die Pokémon-Liga nur mit im Team besiegt. Apropos Pokémon. Meine Mutter hat mich eben gefragt, ob ich Pokémon-Sachen habe, weil mein Neffe jetzt Pokémon sammelt. Okay. Ja. Fühlt man sich da nicht erschreckend, Alter? Ja. Ich konnte Gott sei Dank sagen, bis auf Gameboy-Spiele habe ich davon nichts. Was ist, sonst will ich die auch noch haben. Du könntest ihnen Hamster schenken. Ja, gelb anmalen, rote Backen draufzeichnen und schon hast und sagen, es ist ein Pikachu. Echt sein Fett heute schon einmal. Also wie immer, gib einfach ein tolles Geschenk ab. Atza. Ja, du bist Karza. Die Dinge davon, die ich gerne hätte. Okay. Das Heroin. Und du hättest gerne die Brüste. Also zwei Sachen dabei, die du gerne hättest. Heilige Gral ist cool. Yay, der Heilige Gral. Ach, scheiß Christen. Bis wie viel Uhr spielen wir überhaupt? Nein, bis wie viele Punkte geht die Runde? Bis 15. Das wird lange. Was? Gut durch, eine Runde. Der St. Martin-Zug dieses Jahr ruiniert. Los, gib mir Sachen. Okay, die passt hier irgendwo. Selbstmordattentäter, die Alternative für Deutschland, der Islamische Staat, hat Kopfhörer auf Kika, rot. Okay, die ersten drei haben irgendwie alle was gemeinsam. Irgendwie schon. Aber ich glaube, die Alternative für Deutschland ist eher versauen könnte als der Islamische Staat. In einer Koalition würden sie nicht funktionieren. So, würde ich gar nicht so sagen, weil, überleg mal, in einigen Städten heißt es ja schon Sonne, Mond und Sternefest. Ja. Heute Morgen bin ich aufgewacht und fand in meiner Unterhose. Hört. Okay. Da werde ich mir Gedanken machen. Das war übrigens das Mom, was mir geschrieben hast, dauerte bis irgendwie jetzt an. Cool. Ja, weil du hast nie wieder was geantwortet. Meinst du auf das Mom oder auf das überhaupt was? Generell! Ach so. Ja. Wechselwetten hat ihn.
Ah, dann fahre ich halt alleine zu Gamescom, ist mir auch egal. Ja. Ich find's wieder alles, toll. Alles davon ist möglich. Ich find's wieder toll, dass Zwei wieder so viele Sachen möglich. In dieselbe Richtung gehen. Was will Windows hier die ganze Zeit von mir? Das Logischste, also das, was am ehesten möglich ist, ist wahrscheinlich die handsignierte Ausgabe von Mein Kampf. Ja, wieso solltest du die in der Unterhose finden? Weiß ich nicht. Also gut fand ich meine Karte jetzt nicht, aber ich freue mich natürlich trotzdem. Warum hast du nicht die ranzigen Eier genommen? Weil vorhin auch nicht rot gewonnen hat. Guck mal, der Protestant. Ja. Hier um zu retten. Ja. Gut, dass ich die Selbstmordattentäter vorhin noch rausgehauen habe. Weil jetzt bin ich eh Karzer. Ich glaube, die wollen auch nicht gerettet werden. Wieso? Das letzte Mal haben die Selbstmordattentäter bei der Karte gewonnen. Ja, weil es einfach so schön unlogisch ist, dass Selbstmordattentäter rettet. Ja, was haben wir denn? Und schon wieder die Penne in Mülltonnen. Davon kommen... gibt's halt eine Menge. Ja. Das kriegen die Attentate von Paris. Ich weiß zwar nicht, wie man die retten kann, aber genau deswegen habe ich sie jetzt genommen. Jetzt an, will 666 für heiße. Oh, passende Karte. Oh. Die 5-Minuten-Terrinnen passen natürlich auch. Mhm. Geil, Warpknoten. Oh. Und der nimmt natürlich Igelhava. Ja, ich hab gesehen, dass alter Karzer doch, ist. Ja, die würde es doch, wenn es so eine Hotline gäbe, sofort an. Der Bus liegt nicht, wenn wir nicht sofort machen. Gott, habe ich da irgendwas? Der grobe Tankfehler ist schon wieder da. Okay, ich nehme 2. Das ist fies. Schieb es jetzt Sascha in die Schuhe oder zu Noris? Was? Ja, der Tankfehler oder Shami. So. Ja, aber wie soll durch den groben Tankfehler der Boss dann auf einmal liegen? Aber das ist uns bestimmt irgendwann schon mal durch Zufall gelungen. Na, ich habe aus Versehen Spell Reflect gedrückt. Aus Versehen Spell Reflect und dann irgendwie den Mega-Todeslaser vom Boss reflektiert. Also ich nicht damals bei SOO immer abgeraucht, wenn du beim zweiten Boss in das Portal rein musst? Nein. Was war denn überhaupt der zweite Boss? SOO? Nee, ich meine der andere Boss. Wo man immer in die Mitte muss, denn das Portal und dann, wenn man dort verreckt ist, dann kann man eben auch tot oben wieder raus. War das der dritte Boss? Also... Ja, der die Tür da bewacht hat. Ja. Das war der dritte Boss. Der zweite, das waren die drei Heinis vom Goldenen Lotus. Schwierig. Da ist eine gute Auswahl hier schon wieder. Ach, ja, aber ich habe jetzt auch schon gerade eben das Video zu Neltarions Unterschlupf gesehen und immer da muss der Tank sich ja tatsächlich mal bewegen. Jetzt bin ich gerade so. Kann man denn bei WoW einem Tank beweglich zurufen, wenn man weiß, dass der Spieler im Rollstuhl sitzt? Ach. Nehmen wir die einfach. Okay. Ich warte nur momentan immer drauf, dass der Letzte seine Karte gespielt hat, damit die Leute nicht unbedingt sehen, welche meine ist. Danke.
Ist das den Leuten nicht eigentlich scheißegal? Was? Ach. Was ist den Leuten scheißegal? So ist ein bisschen ja, mehr Spannung in der Welche Seite Karte ist. Okay, bei zwei Karten ist es dann sowieso egal. Irgendwie seid ihr heute so ruhig. Ich bin gerade einen Manga lesen. Ich bin am Husten. So. Oh mein Gott, ja! Oh, er hat die Fahrradkarte, oder? Oh. I know where you are and you can't use your bike there. Vier Punkte, der geht aber. Ja. Ich würde sagen Schiebung. Gib ich dir zu. Heute haben wir wahrscheinlich keine Afro-Huren, die hier reinpassen. Die wurden schon gespielt. Moment. Die Gandalf der gelbe Karte wurde etwas ausgeweitet. Die gibt's jetzt sogar in vier Farben. Oh, also jetzt auch noch Gandalf der grüne und Gandalf der blaue oder sowas? Oder? Gibt Gandalf der grüne, Gandalf der schwarze und Gandalf der braune. Ah, okay. Oh. Gandalf der Braune ist dann... Selbsterklärend. Ja. Gandalf der Blaue wahrscheinlich auch. Den mag ich. Die alte Sau. Hat im letzten Hotfix endlich genervt. Okay. Moment. Okay, die ganze verdammte Gilde ist auch gut. Ja, die haben die ganze verdammte Gilde einfach genervt. Malte. Malte wurde endlich genervt. Er darf jetzt nur noch halbtags an dem PC. Auf Platz 2 war bei mir Ex des Tode, aber. Jetzt mit bestechen. Okay, Mongolide, Mongoliden, Mongolen aus der Mongoliden-Mongolei. Boah, und sag das mal bitte, wenn ihr zu viel getrunken habt. Und das 10-mal hintereinander. Das ist ein Zungenbrecher. Das hört sich auch nicht gut an. Danke, Exo. Exo was Bloody, die haben sich alle miteinander abgesprochen. Mhm. Okay. Und. Mach mal einfach mal was Passendes da rein. Das mache ich sehr passend.
Paladin Glühwein klauen. Also der erste hätte andersrum irgendwie mehr Sinn gemacht. Deno, dein wurde gegenüber noch sehr, oder? Mehr richtig schlechte Randoms, Heldentum zum Poll. Sein Vater, Schrumpfköpfe, okay, der Pedobär, akuter Darmverschluss. Ah, das ist beim Pedobär, je nachdem, wenn er gerade einen kleinen Jungen hat, ein bisschen suboptimal. Zipris und Disziplin, russisch Roulette. Gut, das erklärt, warum da russisch Roulette gespielt wird. Mit macht das Kochen Spaß. Okay. Gandalf der grüne Kiffermagier. War doch irgendwie klar. Kokosnüssen denke ich aber auch häufiger, oder? Ja, wollte gerade fragen, haben wir jetzt mehrere Decks gleich doppelte Karten? Nee, das eine war groß und jetzt sind sie dick. Ja, kommt doch auch selber. Ja. Hoppe, das ist dann wohl ein... Surprise! Ja. So, ich bin gespannt. Gib mal dem armen Sascha noch einen Punkt. Er hat nur einen. Okay. Annas Internet ist schon wieder dabei. Aber, okay, der Holocaust ist aber auch... das ist harte Konkurrenz hier. Aber ganz ehrlich, Annas Internet macht mehr Leute fertig. Oh, verdammt! Was ist das für eine Scheiße? Jetzt krieg ich eine komplette Schiebung. Das kriege ich nicht mal mehr mit dem Holocaust einen Punkt. Da ist deine Mutter dabei! Ey, das ist doch eine Schwindelbude da hier. Das ist wirklich Schwindelbude! Exe, du hast den Punkt gekriegt, also Rubenkasten. Ja, aber immer wenn jemand Schwindelbude ruft, muss ich einsteigen. So. Schwindelbude! Oh, ich sehe gerade, bei einem aus dem TS hat der ein Bildchen mit einer Katze auf dem Bauch. Die ist ja süß. Die Katze, nicht der Kerl. Gut, zwei passen hier zumindest wieder zur Thematik. Eindeutig schöne Bude. Nadine hat hier voll in Führung. Ihr hättet hier gestern mal anwesend sein müssen. Die waren sich nicht einig, warum ich auf einmal 250 Gold hab geschenkt gekriegt. 250 ne? Gold? Ja, ich habe gestern Echo, ich spiele Echo of Soul momentan und da ist Gold sehr viel wert, weil du erst so ungefähr mit Level 30 so ungefähr bei der Hälfte mal ein Gold hast. Okay. Und ich habe gestern nur gesagt, so, ich habe nicht genug Gold, mir ein Bankfach zu kaufen, auf einmal hatte ich 250 Gold. Oh, ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich suche was anderes. Sascha, ich bewerte die Karten, ne? Ich weiß. Okay. So, jetzt hat vielleicht überhaupt noch jemand WoW. Das Problem scheint tatsächlich allgemein verbreitet zu sein. Ja, ich frag nur. Ja, zurzeit nicht wirklich. Gut, gestern halt mal wieder für die Aufnahme, aber sonst. Also wenn mir mal jemand sagen könnte, was ich machen soll in WoW, weil akute Langeweile, dann vielleicht schon mal wieder. Du könntest mir dein Geld geben. Nein.
Schade. Es hat noch nie funktioniert und es wird auch nie funktionieren.